Herzlich willkommen zu diesem 16. Cyber-Interview. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Format dürft ihr mir Fragen senden. Fragen, die euch brennend interessieren zu parapsychologischen Themen, inklusive Medialität, Jenseitskontakte, Remote Viewing, Intuition, egal was auch immer dazugehört. Spiritualität, aber auch Lebensfragen, lebensphilosophische Fragen innerhalb unserer Gesellschaft oder mögliche Sichtweisen meinerseits zu intuitiv-spirituell-medialen Themen. Ich habe mich extrem gefreut über die vielen zugesendeten Fragen. Und wie immer fällt es uns natürlich extrem schwer, die 6 oder 7 oder auch 8 besten Fragen herauszusuchen. Verständlicherweise auch durch meine Arbeit durch Blick hinter Raum und Zeit oder anderen Veröffentlichungen in Artikeln und Programmen, Videos, Podcasts, in denen ich ja sehr, sehr viel über Politik, Prophezeiungen veröffentliche. Also im Gegensatz zu all jenen sind die Fragen, um die es geht, bei Cyber-Interview, also in diesem Format, jetzt nicht auf die Zukunft der Menschheit oder geopolitischer oder wirtschaftlicher Situationen bezogen, sondern sehr allgemein. Das heißt, Fragen, die Vorhersagen betreffen für Länder etc., haben wir nicht dazu genommen, weil das sind Themen, die zu Blick hinter Raum und Zeit passen. Nichtsdestotrotz kamen sehr, sehr, sehr viele spannende Fragen auch hier wieder von euch zu uns. Tja, und ich freue mich jetzt mit euch die einzelnen, es sind heute 6 Fragen, die einzelnen 6 Fragen durchzugehen und euch eine nach der anderen zu beantworten. Fangen wir doch gleich mit der ersten an. Und zwar lautet diese so: Können höhere Energien und Kräfte, wie zum Beispiel Geistwesen etc., die KI, also künstliche Intelligenz, mitgestalten oder gelinde gesagt, sich durch diese Intelligenz, durch die KI ausdrücken, ergreifen und Nachrichten oder sonstiges mitgeben und gestalten? Das Thema künstliche Intelligenz kommt immer mehr. Es ist extrem spannend zu beobachten, in welche Richtung sich dies entwickelt und wie natürlich überall ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht darum in dieser Frage, wie die geistige Welt und ob die geistige Welt KI nutzt, um sich mit uns in Verbindung zu setzen. Ich bin überzeugt, dass Geistwesen uns in ganz vielen Lebenssituationen hilfreiche Informationen weitergeben. Nicht nur im Spirituellen, nicht nur im Philosophischen, sondern auch im Wissenschaftlichen, sicher auch medizinisch, sicher auch vermutlich sogar im Bereich technologischer Entwicklungen, wenn wir an die Pyramiden denken oder andere Bauwerken aus längst vergangenen Imperien, von denen wir heute keine Ahnung haben, wie diese hergestellt werden konnten, dann bin ich überzeugt, dass die geistige Welt schon sehr lange immer wieder mit uns in Verbindung steht, um uns zu helfen. Und ich wäre ehrlich gesagt, aber das ist jetzt eine Hypothese meinerseits, ich wäre ehrlich gesagt nicht erstaunt, wenn auch Wesen aus zeit- und raumverschobenen Realitäten uns Menschen bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz mitgeholfen haben. Ich weiß noch, wie ich bei meinem ersten Bolivienaufenthalt, als ich erst gerade dahin gezogen bin, eine Dame kennenlernte, eine Europäerin, die für den damaligen Bürgermeister arbeitete
und ihm half, gewisse Strategien zu entwickeln. Sie erzählte mir in einem Gespräch unter sechs Augen, wir waren zu dritt, erzählte sie mir, dass sie zum Beispiel in Verbindung mit ihren Geistführern, das sind Außerirdische gewesen, Hinweise bekam, wie sie dem damaligen Bürgermeister helfen konnte, seine Strategien, seine Reden, seine Auftritte besser vorzubereiten. Ich aus meiner Erfahrung kann ebenfalls sagen, dass ich immer wieder mit Geistwesen arbeite, die mir bei meiner Arbeit und bei der Ausrichtung, aber auch bei den Prophezeiungen mithelfen, Informationen weitergeben. Und so gesehen habe ich keine Zweifel, dass die geistige Welt, und dazu gehören natürlich Außerirdische, Verstorbene, Schutzengel, Zeit- und Raum verschobene Wesen aus irgendwelchen Astralwelten, aus anderen Planeten, egal ob diese in dieser Dimension sind oder nicht. Aber ich bin überzeugt, dass solche Wesen uns erstens helfen, unsere Technologie überhaupt zu gestalten und damit bestimmt auch bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zumindest teilweise mitgeholfen haben und dann natürlich diese auch nutzen, um uns Nachrichten weiterzugeben. Ich kenne mich mit Geistwesen, mit Wesen aus zeit- und raumverschobenen Realitäten aus. Ich arbeite schon gute 25 Jahre auch mit ihnen zusammen und unter anderem und weiß, dass diese Wesen uneingeschränkte Möglichkeiten haben, mit uns zu kommunizieren. Bei den alten Ägyptern, bei den alten Griechen, Mesopotamien, Inkas, Mayas, roten Indianern in den USA, aber sicher auch in Afrika, nutzten vergangene Kulturen die Hilfe der geistigen Welt, um sich weiterzuentwickeln. Und damals gab es noch keine künstliche Intelligenz. Also außerirdische Geistwesen benötigen keine künstliche Intelligenz, um sich mit uns zu verbinden. Aber sie ist ihnen ein Werkzeug, eines von vielen, um uns Zeichen, Hinweise und Nachrichten zu senden. Eine sehr spannende Frage, weil das Thema künstliche Intelligenz uns nicht nur enorm beschäftigt in der Gegenwart. Es ist in den letzten 3-4 Jahren extrem stark hochgekommen und es wird uns natürlich auch in der Zukunft noch viel, viel mehr beschäftigen als bis anhin und unser Leben enormst verändern. Gut, kommen wir nun zur zweiten Frage. Ich lese euch diese vor. Hallo Martin! Es geht zwar nicht um Parapsychologie, aber um die Seele im Mutterleib. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Babys im Mutterleib dasselbe sehen, wie die Mutter träumt. Oder hat die eigenständige Seele doch ihre eigenen Träume im Bauch der Mutter? Schließlich ist es ja eine eigene Seele für sich. Und hat klassische Musik im Mutterleib auch einen positiven Einfluss auf den Fötus, so dass das Baby später sich besser entwickelt, wenn es auf der Welt ist? Da die Seele ja schon vorher fertig entwickelt ist, ist der Einfluss von Musik oder sonstigem Tun in der Schwangerschaft tatsächlich ausschlaggebend für die geistige Entwicklung des Kindes? Ich hatte mich in der Schwangerschaft mit pränataler Psychologie befasst und vieles bei meiner Tochter im Bauch Schwangerschaft umgesetzt. Remote Viewing habe ich auch mit ihr im 6. Monat der Schwangerschaft praktiziert. Vielleicht kann sie später diese Übung positiv für sich nutzen. Sehr, sehr spannend. Speziell den letzten Teil, also Remote Viewing schon pränatal eingesetzt. Enorm interessant und vielleicht fangen wir gleich auch damit an.
Wenn man als schwangere Mutter mit dem Kind, sei es mit Remote Viewing oder anderen Techniken, sich verbindet und arbeitet, dann hilft das dem Kind ohne Zweifel, seine eigene Intuition auch zu stärken. Wir wissen ja, dass das Kind, der Fötus im Mutterleib, sehr viel mitbekommt, was in seinem Umfeld passiert. Wenn die Mutter Angst hat, bekommt das Kind das mit. Wenn die Mutter drogenabhängig ist, kann das Kind ebenfalls Schaden, kann dem Kind ebenfalls Schaden zugefügt werden. Also ja, und wenn man natürlich mit Remote Viewing arbeitet, mit der Kraft der Intuition, währenddem man schwanger ist, dann verbindet man sich natürlich auch mit dem Fötus, mit dem Kind, mit seinen Chakren, und wenn man mit Remote Viewing arbeitet oder Intuition allgemein, verbindet man sich ja sehr stark mit dem dritten Auge, mit dem siebten Chakra. Und wenn man dies in Verbindung mit dem ungeborenen Kind macht, stärkt man so natürlich auch das sechste und siebte Chakra des Kindes. Also ich bin jetzt noch nie auf die Idee gekommen mit im pränatalen Zustand. Ich war jetzt auch noch nie schwanger, logischerweise, aber nicht mal jetzt für schwangere Mütter. Ich wäre jetzt noch nie auf diese Idee gekommen, in der Schwangerschaft Remote Viewing oder andere intuitive Techniken zu entwickeln. Aber ich muss sagen, spannend, und vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin ja auch dabei, eine Akademie online zu stellen mit Kursen, Modulen, in denen man auch verschiedene Techniken lernen kann, und anfangen werden wir mit Remote Viewing, also Freestyle Remote Viewing. Tja, und vielleicht ist das ja auch ein Aspekt, den ich in diese Module einbeziehen kann. Also vielen Dank dafür. Gehen wir nun aber zum ersten Teil, zum oberen Teil, und zwar zur, ja, man kann sagen, doch auch ein bisschen Parapsychologie der Seele, weil Parapsychologie betrifft ja sämtliche parapsychologischen Phänomene, also übersinnlichen Phänomene, und ganz klar verbindet Mutter und Kind auch Übersinnliches. Man weiß ja auch zum Beispiel, dass die stärkste intuitive telepathische Verbindung zwischen Mutter und Kind ist. Das heißt, so gesehen ist das ganz klar auch parapsychologisch speziell, wenn wir davon sprechen, ob nun das Baby genau dasselbe träumt wie die Mutter. Kann ich jetzt natürlich nicht explizit bejahen oder verneinen, aber wissend, wie Telepathie funktioniert, wissend, dass eben zwischen Mutter und Kind die stärkste telepathische Verbindung ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass ein Kind spürt, zumindest spürt, was die Mutter träumt, und vielleicht diese Emotionen der Mutter dann auch in den eigenen Bildern visualisiert oder in eigenen Gefühlen, weil ein Kind, ein Baby hat ja noch nicht die Erfahrung, die visuelle Erfahrung wie die Mutter. Und so ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dass die Übersetzung eins zu eins stattfindet in den Träumen. Aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Was ich definitiv gutheißen würde, ist, wenn man sagt, dass ein Kind sehr wohl die Träume der Mutter spürt und diese auch bei sich in eigenen Träumen übersetzt. Träume haben verschiedene Bedeutungen und verschiedene Tiefen. Wir träumen ja in der Nacht auch und verarbeiten Erfahrungen. Ich kann mir deswegen auch sehr gut vorstellen, dass ein Fötus Erfahrungen der Mutter selbstständig in seinen Träumen verarbeitet. Wenn jetzt zum Beispiel die Mutter durch eine Situation extrem erschrickt, spürt das Kind das natürlich. Und in eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen, nicht unbedingt Bilder, weil eben Bilder hat das Kind ja noch nicht so erlebt wie die Mutter, sieht sie vielleicht auch anders, weil eher aus Erfahrungen unbewusst von vergangenen Leben, aber da sah es ja noch ganz anders aus als heute. Also ich denke, dass ein Kind in diesem Sinne vermutlich eher die Emotionen und Gefühle der Mutter wahrnimmt in Träumen und diese dann für sich emotional oder in eigenen Bildern übersetzt. Und ja, das mit der klassischen Musik, bin ich überzeugt, dass das
einen sehr positiven Einfluss hat. Man kennt das ja auch von der Agrikultur, also der Landwirtschaft. Da gibt es ganz viele ganzheitliche Bauern, die lassen ihre Kühe klassische Musik hören, um besser und mehr Milch zu produzieren. Es gibt solche, die spielen klassische Musik in ihren Gewächshäusern, weil es viele Studien gibt, die sagen, dass Pflanzen besser und stärker wachsen mit klassischer Musik. Und ich würde sagen, ja, Kinder, die klassische Musik schon im Pränatalen hören, haben sicher eine sehr, sehr viel entspanntere Energie als solche, die mit der Mutter nur Heavy Metal hörten, gestresst waren durch den Stress der Mutter und dann vielleicht die Mutter noch Kettenraucherin oder drogenabhängig oder emotional sehr impulsiv und immer am Rumschreien. Pränatale Parapsychologie, sehr gut, und ich würde anstehenden Müttern empfehlen, das, was wir jetzt hier besprochen haben, auch selber umzusetzen, also mit klassischer Musik, bewusst zu meditieren, weil Träume sind ja nichts anderes als eine unbewusste Form der Tagesmeditation, das heißt, wenn wir tagsüber meditieren und Bilder haben, ist das auch eine Art des Träumens. Nachts, wenn wir schlafen und träumen, visualisieren wir ebenfalls Bilder aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, wenn wir unserem Kind als schwangere Frau positive und gute Bilder senden können, dann muss das nicht nur über den Traum sein, sondern dann kann das auch über die Meditation sein oder eben klassische Musik oder dann natürlich auch durch mit intuitive Übungen und Techniken wie Remote Viewing. Sehr schön, schönes Thema, schöne Frage, vielen Dank. Kommen wir nun zur dritten Frage. Diese geht ein wenig ins Gesellschaftliche hinein, aber auch sehr viel mit Psychologie verbunden und deswegen dachte ich, passt es auch in Cyber-Interview. Es gibt viele Menschen, Klammer auf, in Europa, Klammer zu, die sich, Klammer aus, auf, als Außenstehender, Klammer zu, ohne eigene Meinung steuern lassen, auch zum eigenen Nachteil. Woran liegt das? Kommt es von außen, Klammer auf, die psychologischen, also Strich politischen Maßnahmen, Klammer zu, oder von innen ist deren Seelenweg? Oder was wäre sonst noch möglich? Ja, und hier auch der parapsychologische Aspekt, also die Frage nach dem Seelenweg. Wir leben ja in Europa schon viele Jahre, nicht nur seit 2020, sondern eigentlich schon seit 2007, 2008 im praktisch durchgehenden Ausnahmezustand. Sei das durch Immobilienkrise, sei das durch Rezessionen, sei das durch Nationen, die sich von der EU spalten, sei das Bankenruns in verschiedenen europäischen Ländern, seien das Kriege, sei das eine Pandemie, seien das weitere Kriege. Ja, und dann ganz aktuell das wirtschaftliche und politische Chaos. Also, wir leben in einem Dauerzustand des Stresses und fast schon der Panik für sehr viele. Und ich sehe das ja auch in meiner Arbeit und in meinen Beratungen. Tja, und dann das mit dem Steuern lassen, wir Menschen sind Herdentiere und haben die Gewohnheit, uns steuern zu lassen. Egal, ob nun links oder rechts, das haben wir zum Beispiel auch bei Corona gesehen. Also es gab Menschen, die sich von den Vorschriften ganz klar steuern ließen und dann gibt es andere, die sich steuern ließen von den Gegenmaßnahmen. Also
eigentlich sind ja beide Richtungen gesteuert worden. Beide haben sich informiert nach Vorbildern, nach Meinungen von Wissenschaftlern, von Ärzten, von Philosophen, von Politikern, die einen aus diesem Lager, die anderen aus dem anderen Lager. Aber schlussendlich gesteuert wurden sie beide. Der Mensch ist ein Herdentier und braucht diese Steuerung. Jetzt ist natürlich eine Frage, oder es ist natürlich die Frage, in welche Richtung man sich steuern lässt. Was sieht man als richtig und was sieht man als falsch? Das hat meiner Erfahrung nach weniger mit dem Seelenweg zu tun. Die Seele per se würde einen intuitiven Weg gehen. Die Seele würde den Weg des Bewusstseins gehen, der Entwicklung, des Wachstums. Während aber diese Situation, die wir im Moment in Europa erleben, für wenige leider tatsächlich der Seelenweg ist. Ganz einfach, weil sie sich eben auch von außen steuern lassen. Und da ist es halt schon so, dass beide Wege, gehen wir wieder auf die Pandemie zurück, beide Wege sich steuern ließen von Ängsten, von Unsicherheiten, von gesellschaftlichem Druck, egal ob dafür oder dagegen. Und ich erlebte es in beiden Lagern, diesen Stress, diesen Druck, die Unsicherheit. Man fand natürlich genügend Rechtfertigung, dass die eigene Seite die bessere ist und die andere die weniger gute. Aber ich muss sagen, dass ich auf beiden Seiten sehr viel Verwirrung gesehen habe und eine enorme Distanzierung des Seelenweges. Ich denke, egal ob jetzt Krieg oder sonstige Krisen, am wichtigsten ist es, dass man immer wieder auf sich selbst zurückprojiziert, dass man immer wieder für sich meditiert, dass man immer wieder in sich hineinspürt, bei sich erkennt, wo stehe ich, was ist mein Weg, was ist der für mich richtige Weg, und ob sich dann die anderen damit identifizieren oder nicht, sei dahingestellt und den anderen überlassen. Also dieser psychologische Druck, diesen Erwartungszwang hat nichts mit Seelenweg zu tun. Wenn man den Seelenweg wirklich gehen möchte und sich ihm immer wieder hingeben will, ist es wichtig, dass man sich auch immer wieder Zeit nimmt zum Meditieren, abschalten, vielleicht auch mal mehrere Tage keine Podcasts hören, keine Zeitungen lesen, nicht die ganze Zeit am Handy mit dem WhatsApp diskutieren und Meinungen vertreten müssen, das Gefühl haben zu müssen oder das Gefühl haben, sich überall mitteilen zu müssen, sondern zurückziehen, tief atmen, entspannen und meditieren. Kommen wir nun zur vierten Frage. Solli Martin. Meine Frage für dein nächstes Interview. Ich bin sehr intuitiv, vor allem in Verbindung mit meinem höheren Selbst. Dann kam noch mein geistiges Team dazu, mit Geistführer, innerer Arzt und Heiler, kosmische Mutter, kosmischer Vater, Schutzengel, Läufer. Nun, bei Fragen und das Bitten um Zeichen bin ich manchmal unsicher, ob ich das mein höheres Selbst oder mein Geistführer fragen soll. Gewisse Leute meinen, das sei ja das Gleiche. Ich meine, mein höheres Selbst ist übergeordnet. Doch wenn, wann, wen, wann fragen? Was kannst du dazu sagen? Ja, auch eine sehr gute Frage. Also erstens mal fangen wir mit dem unteren Teil an. Ich meine, meinem höheren Selbst ist übergeordnet. Doch wen, wann fragen? Das höhere Selbst ist nicht übergeordnet. Die höheren Selbsts, Plural, sämtlicher Wesen, sind in der göttlichen und ganzheitlichen Verbindung. Ich vergleiche unsere geistigen Führer, eben Schutzengel, Geistführer, Heiler, innerer Arzt, innerer Heiler, kosmische Mutter, kosmischer Vater, Verstorbene, wen auch immer. Das sind Wesen, die man fragen kann, genauso wie es hier in dieser Dimension Menschen gibt, die man fragen kann. Also, wenn man eine Frage hat, soll ich eher
den Weg links oder den Weg rechts nehmen? Kann man entweder für sich selber meditieren und in sich hineinspüren und um eine Antwort bitten oder eben auf physische Personen bezogen, man fragt den Vater, die Mutter, das Geschwister, den Lehrer, den Professor und bittet um Rückmeldung, um Unterstützung. Oder man macht beides, man vermischt beides, man versucht für sich zu spüren und holt sich dann noch eine externe Meinung. Manchmal ist man bei sich so voreingenommen, so unsicher, dass man merkt, nee, das geht von mir aus nicht. Ich frage lieber den Professor, den Dozenten, die Mutter, den Vater etc. Genauso verhält es sich mit Wesen aus der geistigen Welt. Ich mache das ja selber auch. Ich frage auch sehr viel die geistige Welt um Hilfe. Manchmal als Ergänzung zu meinen eigenen Informationen von meinem höheren Selbst. Wenn ich merke, ich bin zu voreingenommen, dann frage ich meine Geistführer, dann frage ich meinen Schutzengel etc. Ich bitte manchmal auch in Träumen um Nachrichten und Hinweise, je nachdem, um was es geht. Oder ich mache automatisches Schreiben. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man diese Informationen bekommen kann. Auf jeden Fall, ich würde das nicht werten. Ich würde nicht sagen, das eigene höhere Selbst ist den Geistwesen übergeordnet. Mein höheres Selbst ist genauso kraftvoll wie das höhere Selbst von irgendwelchen Außerirdischen oder Geistführern oder Schutzengeln. Im Ganzheitlichen etwas anders verhält es sich natürlich im Alltagsbewusstsein. Da sind wir als Menschen natürlich noch nicht so weit entwickelt wie jetzt Geistwesen aus geistigen und höheren Sphären. Ich würde das sehr spielerisch, sehr unkompliziert machen. Spüren, mache ich das jetzt alleine, mache ich das in Zusammenarbeit mit wem auch immer in der geistigen Welt, mache ich beides und sich so einfach auch führen und leiten lassen und schauen, was stimmt besser, was geht besser, wie fühlt es sich an. Und dann würde ich sagen, kann man fast nicht falsch liegen. Denn die Teamarbeit mit den Wesen aus zeit- und raumverschobenen Realitäten ist sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr unterstützend. Kommen wir nun zur fünften Frage. Wie waren deine Begegnungen mit Außerirdischen? Fanden diese alle medial-meditativ statt im Wachtraum? Dieses definitive, klare Erlebnis kenne ich aus meiner Kindheit. Oder hattest du real greifbaren Kontakt? Interessiert mich sehr. Ist auch eine sehr spannende Frage. Hier möchte ich mit dem untersten Teil der Frage anfangen. Oder hattest du real greifbaren Kontakt? Für mich beschränkt sich real nicht nur auf physisch. Für mich ist zeit- und raumverschobene Wirklichkeit genauso real wie diese dritte Dimension. Das heißt, ja, ich hatte real greifbaren Kontakt, aber jetzt nicht nur in diesem gedehnten Begriff, sondern tatsächlich auch, indem ich Wesen und UFOs gesehen hatte, die visuell, physisch sichtbar waren. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern da war ich auch mit anderen Personen. Ein enorm spannendes Erlebnis hatte ich vor Jahren in Costa Rica, in San José. Ich war eingeladen Ende 90er Jahre an einen Kongress über das Thema Außerirdische als Experte zum Thema Außerirdische. Und während dem Kongress bin ich von einem UFO kontaktiert worden. Ich erhielt Nachrichten von diesem UFO, das gleichzeitig von verschiedenen Radarschirmen am Flughafen oder auf zwei Flughäfen von San José, Costa Rica gesehen wurde. Über diesen Kontakt, über dieses UFO wurde übrigens auch in den Zeitungen Costa Ricas geschrieben. Also auf der einen Seite, ja, ich hatte Kontakte, die waren physisch real sichtbar, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Dann hatte ich auch medial, intuitiv, meditative Begegnungen im Wachzustand, in tiefen Meditationen. Das heißt, ich meditierte
mein Wahrnehmungsvermögen öffnete zeit- und raumverschobene Realitäten und ich sah Wesenheiten. Einer meiner Geistführer ist ein Wesen von Sirius, der heißt The Ambassador, und mit dem bin ich in regen Kontakt und Austausch über, ich möchte nicht sagen Wachtraum, sondern in tiefen Meditationen. Dann hatte ich aber auch Kontakte in, wie soll ich dem sagen, in fast hypnotischem Zustand. Und das war mein allererster Kontakt in Indien. Also ich wusste, dass ich ein parapsychologisches Erlebnis haben würde. Ich wusste nicht genau was. Mir wurde nur ein Tag und eine Uhrzeit medial durchgegeben. Ich habe mich dann hingesetzt, eine halbe Stunde bevor das Erlebnis eintreten sollte. Ich habe darüber übrigens auch in meinen Büchern geschrieben, speziell über dieses erste Erlebnis, weil damit fingen dann die Kontakte mit meinen außerirdischen Freunden an. Und ich bin dann eben eine halbe Stunde bevor die genannte Uhrzeit war, setzte ich mich hin auf einen Stuhl, wartete. Plötzlich war es dunkel. 4-5 Stunden später bin ich aufgewacht, im Bett liegend, mit dem Licht aus, im selben Zimmer, aber verkehrt im Bett. Also, es waren plötzlich 4-5 Stunden vergangen. Als ich aufgewacht bin, saß ich nicht mehr mit Licht im Zimmer, auf dem Stuhl, sondern ich lag im Zimmer, im Bett umgekehrt. Und 1-2 Wochen nach diesem Erlebnis fing ich dann an, Erinnerungen zu haben über diese Nacht. Ich sah mich in einem UFO, das war mein erster Kontakt, mir wurde mitgeteilt, wie ich mit diesen Wesen arbeiten könnte, mir wurde vieles auch mitgeteilt über das, was jetzt am Passieren ist. Und seit dann bin ich kontinuierlich in Kontakt mit diesen Wesenheiten und sie helfen mir in sehr vielen Aspekten meines Lebens. Kommen wir nun zur sechsten und letzten Frage. Hallo, seit vielen Jahren verfolge ich die Veröffentlichungen von Martin Zoller, mal intensiver, mal weniger intensiv. Kürzlich habe ich selbst außergewöhnliche, Klammer auf, spirituelle, Fragezeichen, Klammer zu, Erfahrungen gemacht. Meine Frage, wenn Herr Zoller die Aura sieht und daraus auf die Zukunft schließt, wie verhalte ich mich als Betroffener? Ist es abwendbar, steuerbar? Spannende Frage. Die Aura ist ein Spiegel der Seele. Die Aura reflektiert die Bestimmungen, den Lebensweg. Sie zeigt Lebensaufgaben, Potenziale, aber auch Schwächen und Unsicherheiten. Die Aura ist eine Bestandesaufnahme der Gegenwart. Das heißt, man beschreibt eine Situation so, wie sie jetzt ist. Genauso wie wenn jetzt zum Beispiel der Fragesteller hier vor mir sitzt. Dann beschreibe ich die physisch jetzt. Dann will ich sagen, gut, sie sind so und so groß, Haarfarbe ist so und so, Gesichtsfarbe so und so, Geschlecht männlich, weiblich, rotes Hemd, blaue Hosen, dunkelschwarze oder dunkelbraune Schuhe. So. Jetzt, was sich natürlich bei der Person gleich bleibt, auch wenn ich in einer Woche wieder lesen würde, ist die Hautfarbe, sind die Augen, ist die Augenfarbe, ist die Größe, das Geschlecht, das ändert sich ja nicht einfach so. Was aber anders sein kann oder bestimmt auch sein wird, speziell nach mehreren Tagen, hoffe ich zumindest, Kleiderfarben, Schuhfarbe, vielleicht auch die Haarfarbe, vielleicht trägt man dann auch einen Hut, dann sind die Haare gar nicht sichtbar. Dann wäre jetzt die Beschreibung in gewissen Aspekten, so wie am ersten Mal, in anderen Aspekten ganz anders. Und genau so verhält es sich mit der Aura. Es gibt bestimmte Aspekte in der Aura, die sind fix. Zum Beispiel Lebensaufgabe, Talente, Begabungen, tief sitzende Traumata, Ängste, Unsicherheiten, die sich nicht einfach von einem Tag auf den anderen verarbeiten lassen. Dann gibt es Aspekte in der Aura, eben zum Beispiel Ängste, Unsicherheiten,
persönliche Blockaden, Vorurteile, die man hat, an denen man aber arbeiten kann und die man verändern kann. Das sind zum Beispiel Aspekte, die, wenn man mit ihnen arbeitet, sich auch als Veränderung dann in der Aura zeigen werden. Also, wenn ich Menschen lese in der Aura, dann lese ich natürlich Aspekte des Wesens, die sind fix, genauso wie es übrigens auch gewisse Ereignisse, die aufkommen werden, die fix sind, die man nicht verändern kann, so wie zum Beispiel die Jahreszeiten, Tag und Nacht. Wenn ich jemanden am Mittag lese, kann ich ihm sagen, schau, in der Stadt, in der du jetzt bist, wird es in 10 Stunden dunkel sein. Daran lässt sich nichts ändern. Oder ich kann sagen, schau, es ist Herbst, es wird bald Winter, in den nächsten Wochen wird es extrem kalt werden, hier in dem Land, in dem du jetzt bist. Lässt sich auch nicht ändern. Was sich natürlich ändern lässt, ist, wie ich als Individuum mit dem umgehe. Ich kann ins Flugzeug steigen, wegfliegen, an einen schönen karibischen Strand und da wird es nicht kalt, da geht es mir dann gut, da bin ich zufrieden. Und so verhält es sich auch mit der Aura. Es gibt Aspekte, die sind veränderbar und andere Aspekte, die sind nicht veränderbar. Das ist das Schöne an meiner Arbeit. Ich kann Menschen helfen zu sehen, wo ihre Talente, ihre Veranlagungen sind. Aber wir können auch sehen, wo Unsicherheiten und Ängste sind, wo Gefahren sind, etwas zu verlieren oder etwas zu vernachlässigen und wie man sein Leben besser und erfolgreicher gestalten kann. So, meine Lieben, das war es für heute wieder. Ich danke euch für eure Zeit und für eure vielen spannenden Fragen. Wenn euch meine Arbeit gefallen hat, bin ich euch dankbar, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video auch teilt, das Video liked und natürlich freue ich mich auch immer wieder über eure Kommentare, weil auch über eure Kommentare lerne ich sehr viel und sie inspirieren oft nicht nur mich, aber auch viele andere, die das Video sehen und durch diese Kommentare sich auch den einen oder anderen Gedanken machen. Ich danke euch, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.